Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play Fire Emblem. So, und wollen wir mal weitermachen. Am Rande von Bulga liegt ein kleiner Schrein. Dieser alte Tempel, wartet mal kurz, ich muss mal schnell was machen. Nicht weiterlaufen. So. Und dieser alte Tempel, geheiligt vom Volk von Sazar, ist schon seit langem für sein starkes Band zur Welt der Geister bekannt. Vor Beginn ihrer Reise kommen unsere Helden hierher, um für ihr Wohlergehen zu beten. In diesem Schrein wird Lynxhänden ein großes Vermächtnis verliehen. Schwert des Geistes. Mark, halte inne und erlaube mir einen kleinen Umweg. Lass dich von hier, wer dein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Selv beten dort für ihre Sicherheit von vor Andrit. Einer langen Reise. Oh, wie pittoresk. In Elibe findet man die meisten Anhänger der Lehren von Illuminier. Es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Was zum... Alter Mann! Bleib, wo du bist und hüte deine Zunge! Bedrohe mich nicht. Ich bin doch nur alt. Mir ist dir beliebt, aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge, die steht unter göttlichem Schutz. Kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Das ist ein Schwert. Schmeckt es doch kein Blut. Blut? Blut ist ein Schwert im Kampf. Welch ein Sakrilege. Sakre? Ich bin Glas. Die Götter fürchten meinen Namen. Mein Schwertkunst kennt keinen Makel. Und wenn ich nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt gehen wir aus dem Weg. Ah, welch Glanz! Es ist noch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert wurde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Ah, was soll das? Ich kann das Schwert nicht aus der Scheide ziehen. Die Geister der Klinge innewohnen haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich gefunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du seniler alter Mann. Na, no. Sollte dir dein Leben lieb sein, gehst du mir besser aus den Augen. Oh, ich kann nicht lesen. Oh mein Gott, ich kann wirklich nicht lesen. Verdammt! Missgünstige Geistervolk! Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich dieses Schrein abtragen. Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Da sind wir. In der Tat. Beeilt euch bitte. Der Priester dort braucht eure Hilfe. Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufbolden dorthin gehen. Ich glaube, sie wollen das heilige Schwert des Schreins entwenden. Das Manikati? Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ihr scheint mir tugendhaft Leute zu sein. Bitte helft dem Priester. Linus, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht. Sag mal, im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie dir Tipps für den Kampf oder nützliche Informationen zu Land und Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Führung übernehmen? Nun gut. Sag mir, was ich tun soll, Mark. Wow, ich kann spielen. Endlich. Muss ich ziehen. Thank you.
Sagt, seid ihr nicht. Sagt, seid ihr nicht. Oh, ihr wollt dem Priester helfen? Nun, vielleicht ist euch von Nutzen, was ich vorhin gesehen habe. Es ist wahr, die Banditen bewachen den Haupteingang sehr streng. Doch ist eine Wand des Schreins rissig und in schlechtem Zustand. Vielleicht schafft ihr einen weiteren Zugang, wenn ihr diese Stelle mit euren Waffen bearbeitet. Wir alle zählen auf euch. Ihr zählt auf uns. Als nächstes schickt Zane, um nach Hause zu besuchen, um noch ein Haus zu besuchen, wähle dazu Zane aus. Musst du kurz gehen? Oh, es ist früh am Morgen. Ich nehme auf und ich bin müde und ja. Und Zane, oh, laber nicht. Besuchen. Berge bieten einen guten Schutz für Angriffen, jedoch sind sie schwer zu überqueren. Auf dem Rücken eines Pferdes sind sie gar unüberwindlich. Bedenkt dies. Vergiss nicht, dass Reiter die Fähigkeit haben, sich nochmals zu bewegen. Ah, okay. Nach der Bewegung kann ein Ritter den Zug zu Ende führen, sei denn er hat Angriffs- oder Stabbefehle erhalten. Dies gilt auch für Leute, die auf Pagasi und Wavern reiten. Felixen sehen. Da kann ich nicht hin. Ah, warte hier. Lass uns zu Ken, die Flammen in den Haus schicken. Ich weiß schon. Ah, man kann auch Ruhe, okay. Besuchen! Wisst ihr über das Schwert Bescheid, welches im Schrein aufbewahrt wird? Es wird Manikati genannt und ist gesegnet von den Geistern. Schenkt man dem Priester Glauben, so wartet das Manikati mit dem Rückkehr seines rechtmäßigen Besitzers. Ist das nicht seltsam? Allein die Vorstellung, dass ein Schwert sich seinen Meister suchen kann. So, jetzt kann ich mich nochmal bewegen. Ah, ich stelle mich mal hier hin. Warte. Okay. Ich lese es jetzt mal nicht durch, weil ich das selber lesen muss. Was? What I do? What I? Mal hier warten. Ich weiß, ich kann die Festung benutzen, aber warte mal kurz. Will ich das nicht, weil es halt noch nicht so weit. So, ich muss das jetzt einfach mal so warten. So. Warten. Gegnerischer Zug. Oh, jetzt schlägt's. Au, macht mir sogar Schaden. Bam. Super. Und level up. Das ist gut. Ja, schön. Richtig viel dazu bekommen. Ziel dieses Kapitels ist, den Thron zu besetzen. Manche Anführer besetzt den Thron, besiege ihn und lasst Lynn den Thron einnehmen, um den Kampf zu beenden. Sein Name ist Glass, er ist ein schwertschwingender Söldner. Denk an den Waffendreieck. Welche Waffe ist in der Lage, ein Schwert zu schlagen? Genau, eine Lanze. Der Einsatz der richtigen Waffe ist wie eine Abkürzung zum Sieg. Um in den Schrein zu gelangen, versuche es mit Tode, von denen du zuvor erfahren hast. Nun hängst es an dir an. Viel Glück. Okay. Aber jetzt greifen wir mal an.
angibt, damit man den hier mal. Ah ja. Oh, das geht so. So. Ah ja, komm. Oh. Okay, das KP schon verloren. Ich also. Ich muss den mal hier hin. Oh. Oh. Jetzt lassen wir den Zug hier noch machen. Bam. Ausgewichen und. Schlatz! Schlatz noch. So. Lönnert. Wieder XP bekommen. Komm noch immer. So, für diese Folge war das. Und er hat sich sogar geheilt. Für diese Folge war's. Von Fire Emblem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Fire Emblem und wir die Festung einnehmen. Ciao.